war das ein schöner Tag. Ja, findest du? Ja, und jetzt wird Zeit zum Schlafen. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Du Jan, was ist denn mit dir? Ich bin ein bisschen traurig. Wieso? Ich wollte heute auf dem Spielplatz spielen gehen. Aber ich war ganz allein und habe festgestellt, ich habe irgendwie gar keine Freunde. Tja, und was ist mit mir? Du hast auch keine Freunde. Aber du und ich sind doch Freunde. Nee, wir sind Geschwister. Das ist doch was anderes. Na, dann lernen wir einfach noch ein paar neue Freunde kennen. Na, das sagst du so leicht. Wie sollen wir das denn machen? Na, das ist doch ganz einfach. Komm mal mit. Bist du einsam und auch ganz allein? Denn du kennst keinen, nicht mal ein. Sind ja alle fremd, dann bleib nicht fern. Stell einfach Fragen zum Kennenlernen. Wer bist denn du? Was machst du so? Spielen wir zu zweit? Ich hätte Zeit. Wer bist denn du? Was machst du so? Wo kommst du her? Wieder ein Freund mehr. Wir spielen zusammen, uns geht es fein. Kommt wer dazu, laden wir ihn ein. Ob wir ihn kennen, ist doch egal. Wir fragen offen, einfach nochmal. Wer bist denn du? Was machst du so? Wir laden ein, bei uns zu sein. Wer bist denn du? Was machst du so? Wo kommst du her? Wieder ein Freund mehr. Wer bist denn du? Was machst du so? Wir laden ein, bei uns zu sein. Wer ist denn du? Was machst du so? Wo kommst du her? Wieder ein Freund mehr. Ach, neue Freunde kennenlernen ist wirklich toll. Ja, total. Der einzige Nachteil ist, wenn alle bei uns übernachten, wird's im Bettchen ganz schön eng.